Talon Overworld. Talon Oberwelt, schön. Ja, da wären wir wieder zurück in Metroid. Ja, wir haben gestern zuletzt gespielt und wir haben uns tatsächlich ein paar Sachen an sich entwickelt, beziehungsweise das Spiel will, dass wir in die Eiswelt gehen, da hinten ist sie. Und dafür müssten wir einmal nach Magmoor und ich will einmal gucken. Genau, wir müssen nämlich einmal in die Eiswüste gehen. Oh, da hinten ist auch noch eine Tür. So, das wäre eigentlich so das Beste. Obwohl, gibt es zwei Dinge? Ah. Ich weiß gar nicht, ob wir mehrere Magma-Dinge haben. Zu den Shoso haben wir, aber dann wäre ja theoretisch das hier am besten. So, okay. Müssen wir einmal gucken, wo wir bei der Talon-Oberwelt jetzt nach Magma nochmal kommen. Ich glaube, das war sogar... Ja, das wäre hier. Alles klar, Herr Kommissar. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. So genau schließen die eigentlich den E-Shop um für manche Geräte. Das ist die große Frage. Also für manche Geräte, also ich sag mal so, für die Wii ist der schon lange geschlossen. Es ist halt nur für die Wii U und 3DS. Die erschienen ungefähr zum gleichen Zeitraum. Der 3DS erschien 2011, die Wii U erschien 2012. Und ich denke mal, dadurch, dass die Wii U jetzt nicht so erfolgreich war, haben die gesagt, komm, dann schließen wir die gemeinsam. Und ja, die Frage ist halt jetzt tatsächlich, warum werden die Shops geschlossen? Also ich sag mal so, ich find's auch unnötig, ich glaube aber schon, dass das einen Grund hat, so, weißt du? Weil viele sagen ja immer, das ergibt ja gar keinen Sinn und so, aber ich glaube mal schon, dass die sich da irgendwas dabei denken. Ich will das jetzt nicht gut reden, überhaupt nicht, gar nicht, weil ich finde das auch scheiße. Jetzt ist halt die Frage, ja, was ist denn wahrscheinlich der Grund? Also, der Grund, den ich gehört habe, ist wohl irgendwie wegen finanzieller Sicht und nicht aus... Also, früher hieß das immer ja wegen Server anlassen und sowas. Ja, aber die lassen ja die Server an. Du kannst die Spiele ja weiterhin runterladen. So, also ergibt das ja keinen Sinn, dass aus diesem Grund der Shop geschlossen wird. Also, wird das wohl einen anderen Grund haben. So, und ich habe gehört, dass das wohl so eine Sache ist, finanziell gesehen, im Sinne von... wegen Buchhaltungssachen... weil die Sachen ja auch darüber gekauft werden und so. Es ist ja ein Hin und Her. Und was noch ist, die Leute kaufen halt lieber auf einer alten Konsole anstatt auf der neuen. Warum kauft... Also das ist, denke ich mal, auch so eine Sache, die man als jemand, der eigentlich eine neue Konsole verkauft will, besonders wenn jetzt bald sogar vielleicht Nachfolge kommt, eigentlich kontraproduktiv ist. Also es gibt dafür schon ein paar Gründe, aber ich finde auch keinen dieser Gründe... Also ich will jetzt nicht sagen, das ist gerechtfertigt oder so. Überhaupt nicht. Also es ist aus wirtschaftlicher Grund vielleicht gerechtfertigt. Aber es ist halt überhaupt nicht customer-freundlich. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Kundenfreundlich, genau. Überhaupt nicht. Deswegen... Ja, also man kann jetzt wirklich nur spekulieren, warum das genau ist. Aber wie gesagt, ich glaube, es hat schon seinen Grund. Aber ich finde den Grund, wie gesagt, auch beömmelt. Wenn es einen gibt. Also einen vernünftigen Grund, meine ich jetzt. So. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Südlicher Teil der Eiswüste. Also im Endeffekt ist das halt auch nur ein Hin und Her. Also, ja. Da landen wir dann. Was war denn da? Ah, da war der eine Bossraum. Das wird sogar Sinn ergeben, weil hier ist sogar eine Tür und das sieht mir sogar so aus, als wäre das der Bereich, wo wir hin müssen, ne? Ja. Okay, dann müssten wir zu den südlichen Höhlen von Magma. Und die scheinen mir da zu sein. Ja. Alles klar. Oh, und die Musik geht wieder ab. Naja. Ja, also ich hätte es auch gern gehabt, dass die halt die Shops länger gelassen hätten, weil ich bin auch jemand, der die echt gerne kauft, die Sachen dort drüber. Beziehungsweise ich auch Jahre später mir noch Sachen gekauft hätte und besonders auch, selbst wenn das Artikel sind, die es auf der Wii U gibt, auf der Switch gibt. Das wäre mir eigentlich scheißegal. Und das meine ich ernst, das ist mir wirklich scheißegal. Ich habe das Gefühl, wir haben den Grapple Beam verpasst. Also es ist jetzt nicht schlimm, hier nochmal durchzugehen, aber
im Prinzip das Ganze ist wirklich so wie dafür ausgelegt, dass man hier die ganze Scheiße bekommt. Naja, ich würde sagen, wir warten mal ab, wie sich das noch entwickelt und dann schauen wir mal weiter. Also ich werde mir auf jeden Fall, also jetzt bezogen auf E-Shop-Sachen und sowas, ich werde mir auf jeden Fall den Shop soweit kaufen, alles kaufen, wie es geht, was ich halt Interesse für zeige. Und mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, will ich mal so sagen. Weil, ja. Was soll ich sagen? Mal schön Ruhe, ihr Dinger. So. Oh. Ich muss gar nicht die Waffe wechseln, ne? So, jetzt muss ich nochmal gucken. Also ich will einmal kurz da oben schauen, wenn wir da überhaupt hinkommen. Jep, da kommen wir. Ja, wir werden diese ganze Shop-Thematik übrigens die Tage nochmal so ein bisschen... Also ich wollte eigentlich so ein Video dazu machen, das lohnt sich nicht. Problem ist jetzt, wenn ich da vorne speichern gehe, also den ganzen Weg nochmal laufen, kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das ist ja auch nicht provozieren, ne? Das ist schon ein langer Weg, muss ich sagen. Dann kommen wir gleich noch nicht mal dahin. Das wäre das Allergeilste. Eiswüste von Fendrana, da sind wir wieder. Und ich sehe schon, ich weiß nicht... Ja, das sieht doch schon mal produktiv aus, würde ich sagen. Also das Backtracking jetzt zum hier, ich würde jetzt sagen zum Ende hin, ich weiß es nicht, ob es das Ende ist. Also es langt ja schon nervig. Energietank dieser Gegenstände. Okay. Diese Eiswand blockiert einen Tunnel. Ein starker, hochtapetierter Vollstoß sollte aus. Ja, okay, wir haben noch kein Feuer, alles klar. Ach. Ja, ich. Ich verdrück mich die ganze Zeit mit diesen scheiß Waffen. Hau schön ab. Okay. Oh, das sieht wieder so magisch aus. Erinnert mich manchmal so an Other M, aber nicht so gut wie Other M. So, wisst ihr, was ich meine? So, Other M sieht nochmal so ein bisschen besser aus. Ja, willkommen, Kugelfisch. Ich bin dein Lieblingsthema mit Pizza Baguette. Das glaube ich nicht. Vielen Dank. Lieb von dir. So, wollen wir erstmal schauen. Oh! Okay, das sind mehr Türen, als ich gehofft habe. Ja, dann herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Angenehmen Tag. Okay, also hier geht auf jeden Fall die Post ab. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen.
Oh, bist du denn für einer? Hatte ich... Dich habe ich aber schon mal markiert. Oh. Okay. Müssen wir erstmal hier in Ruhe alles beobachten, ne? Okay, also das ist schon mal ein Tunnel. Was ist eigentlich, wenn ich nur die Tür aufschieße? Okay, ich muss ja da dran stehen, ich dödel. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Okay, das ist der Raum. Das ist dann nur ein Weg zurück, alles klar. Das ist schon cool, dass sich hier alles wieder zusammentut. So. Okay. Hätten wir hier noch zwei Durchgänge? Ja. Hey. Okay, geht ein bisschen die Post ab, würde ich sagen. Aber das ist schon ein enormer Unterschied. Hab gerade ein paar Updates gemacht mit einem 3DS und dann habe ich die Switch in der Hand. Ja, es ist auch echt. Ich sag mal, das sind ja. Obwohl, so lange ist das ja gar nicht, ne? Das sind 5 Jahre. 6 Jahre. Ich glaube, März 2011 erschien der 3DS und März 2017 erschien die Switch. Ich habe immer so ein bisschen Angst, weil ich habe das Gefühl, wir haben in diesem... Oh Gott, das ist ja was komplett Neues hier wieder. Jäger Metroid entwickelter Metroid. Das ist ein Metroid, Gefahr... Ach stimmt, das ist dieser Dings. Gefahr durch energieanziehende Tentakel. Im Laufe ihrer Entwicklung werden Metroid zu immer effizienteren Räubern. Energieeffiziente Tentakel glauben ihnen einen Angriff aus der Entfernung. Die Leichtheitsweige Jäger Metroid stürzt sich auf ihre Beute und rammen sie so lange, bis sie ihren Angriffern erliegen. Auch bei dieser Kreatur zeigt der Einsatz von niedertransportierten Waffentechnik die beste Resultate. Hey! Der schießt ja. Okay, dann funktioniert das tatsächlich genauso wie... andere Dinger. Was ist das? Bist du ein Alien? Tatsache. Segelgleiter. Harmlose fliegende Kreatur mit ungewöhnlichen magnetischen Eigenschaften. Segelgleiter leben friedlich in Einklang mit ihrer Umwelt. Ich denke mal, wenn ich Morphball bin. Sie weisen eine magnetische Charakteristik auf, welche sich einfach mit herkömmlichen Grapple-Beam-Technik nutzen lässt. In den Segelgleiter als Verankerungspunkt zu verwenden, ist eine Anleitung relativ nahe erforderlich. Sie fahrt geduldig, bis die Verbindung gelöst wird. Okay, also es deutet tatsächlich darauf hin, dass wir hier irgendwo den Grapple bekommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da unten ein Safe Point ist. Aber interessant, dann sind wir schon mal hier so ein Metroid-Vieh begegnet. Also für die, die es immer noch nicht wissen, ich spiele das Spiel immer noch blind. Ja, irgendwie schon so ein bisschen Sorge hier alles, ne? Hä? Was ist denn das? Da. Okay, ist das tatsächlich ein Feldstück?
Durch Stabilitätsleiste nach Abspringen der Plattform bezogen. Okay, hab ich. Achso. Super. Ich muss schon sagen. Können wir noch hier auch vernünftig haben. Okay, das ist ein Weg weiter. Wir haben jetzt 19 Uhr und ich bin schon so müde wie 23 Uhr. Also ich bin einigermaßen wach, weil ich diesen bekannten, wie nennt man das, diesen Powernap hatte. Wenn man ihn so bezeichnen mag. Hatte ich nicht hier noch einen? Ach nee, das sieht nur so aus, denke ich mal. Nee, das sieht nicht nur so aus, das wird doch vorhin... Na gut, ach egal. Obwohl, so genappt habe ich auch nicht. So. Eistunnel. Okay. Oh. Ich mag, dass das auch die Waffe so gefriert. Das ist total cool. Okay. Sieht mir ja alles sehr suspekt wieder aus. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht so viel weiter, wie ich es gern hätte. Komm her. Öffne deine Scheiße. Hallo. Alles klar. Ja, da fliegt das noch so eklig rum. Bah. Egal, wir gehen erstmal weiter. Ich hoffe, das bringt mir jetzt auch was, dass wir jetzt hier irgendwie unterhalb durchgehen. Okay. Okay. Aha. Ja, ich weiß, vorhin waren auch überall Sachen, die man, die aussahen, als könnte man die irgendwie mitnehmen oder so. Aber ich mach das jetzt erstmal auf die altmodische Art. Oh, wenn man die kann, so ganz genau. Man will ja auch nicht hier übertreiben, ne? So. Das Gefühl, ich komme nicht mehr zurück. Gab es nicht irgendwie so einen Punkt, wo man sich im Spiel softloggen kann? Ich habe keine Ahnung. Hey. Mal gucken. Also es kann sein, dass noch im Wasser was ist, aber keine Ahnung. Okay, man muss tatsächlich im Wasser. Also ich sag mal so, also wenn hier irgendwo ein Speicherpunkt ist, wäre ich dem Spiel sehr, sehr dankbar. Aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, wir kriegen jetzt den Grapple Beam. Also wenn ich jetzt gleich sterbe, haben wir ein Riesenproblem. Also angeblich soll hier irgendwas sein. Ich rede nämlich davon. Thank you.
Oh. Oh, ist ein Eis eingesperrt. Da hat er auch richtig Spaß dran, ne? Mich jedes Mal zu ärgern mit solchen Tönen. Ich musste gar nicht ins Wasser springen, ey. Ich bin noch da vorne rausgekommen. Das ist doch was ganz anderes. Der Gravity Suit? Ist so schön zu sehen, wo der ist. Wird von irgendwas immer wieder runtergezogen. Und von den Armen, ne? Der Gravity Suit. Dass ich den noch erleben darf. Ja! Aber die müssten die denn ja hier reinpacken und so. Schön. Eine neue Rüstung. Ah, guck mal, nicht so ein bisschen Super Metroid-like. Ja! Die Bewegungsfähigkeit in Flüssigkeiten wird durch diesen Anzug stark verbessert, zu sicher Datenmantel, bla. Ja, nur Extras. Ja, wir können jetzt im Wasser. Oh, wir sehen sogar auch besser, ist ja geil. Das finde ich ja noch besser. Ja, wir können jetzt im Wasser genauso laufen wie an der Oberfläche. Boah, ist das voll eigenartig. So, und damit eröffnen uns jetzt ganz andere Möglichkeiten. Weil Wasser ist kein Hindernis mehr. Ah! Ah! Ihr habt es erfasst, Leute. Ihr habt es erfasst. Und damit ist... Das ist schon eigentlich eine starke Sache, muss ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn man da irgendwie... da hinten hochkommt. Wunderbar! Das ist definitiv wunderbar. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wunderbar das ist. Das ohne Boss geht mir krass. Ich glaube, ich muss das ohne Bossgegner zurücknehmen, weil ich habe das Gefühl, da vorne ist einer. Nee, da waren wir schon. Oh! Ich habe trotzdem das Gefühl... ganz hier so ausgelegt ist, als wollte das Spiel einem sagen, ey, du brauchst den Grapple Beam. Oh, ich hasse diese Viecher. Die gehen einem wirklich auf den Keks. Weil das immer so lange dauert, bis die reagieren, so, wisst ihr? Aber somit kommen wir jetzt auch da in diesen einen Bereich weiter, wo wir letztes Mal angefangen haben. Schon irgendwie lustig. Das ist auch lustig. Okay.
jetzt muss ich schauen. Okay, dann wäre das eigentlich nur so ein Rückweg gewesen. Also ist das nur ein Rückweg? Gut, dass ich dann nicht weiter... Also okay, ich sag mal, die Levelstruktur ist halt wirklich so stark designt nach der... Oh Gott. Also es ist schon sehr stark so designt, wollte ich sagen, nach dem Motto, oh, passt schon so. Weißt du, was ich meine? Passt schon irgendwie. So, ich glaube, es ist tatsächlich alles hier auch nur noch designt nach dem Motto. Okay, das reicht nicht. Ja, ich weiß, ich habe keinen Doppelsprung gemacht. So. Satz jetzt überhaupt beenden. Ich wollte einfach sagen, es ist so ein Design nach dem Motto, passt schon. Ja, im Prinzip habe ich jetzt alles dafür. Ich weiß nicht, was die Höhle da oben sein soll. Eigentlich können wir jetzt zurück nach Talon, würde ich sagen. Ja, war ich schon voll gute Sache. Okay, also das Backtracking ist jetzt auch nicht so schlimm, will ich mal sagen. Ich will mich ja auch nicht so groß beschweren. Ne? Ich beschwere mich ja schon sowieso genug. Der Klassiker bei mir. Muss ich mal mit Wäsche zusammenlegen. Wäsche zusammenlegen. Irgendwie nie. Eigentlich voll schön da durchzugehen, weil das so richtig Haushalt noch schmeißen. Ich habe gestern gespült. Aber ich glaube, vielleicht ist das generell so ein Ding, was man aktuell macht. Ist das momentan Innenhaushalt zu machen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. So, jetzt gucke ich mal, wie eingefroren das auch teils alles ist. Ja, also es gibt hier bestimmt noch ein paar Sachen, die man theoretisch lösen könnte. Warum ist die Tür grau? Aber ich lasse das jetzt mal so stehen, würde ich sagen. Also mir fehlt hier auf jeden Fall noch eine Eis-Feuersache. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann Kappa. Ja, klar. Das sagen sie alle. Und dann machen sie's, müssen sie es einen Tag mal selber machen. Ja. Boah, der Suit sieht schon geil aus. Schön fancy.